Weiter geht's. Ja, noch nicht, jetzt. Ich oh, schon hin hoch, fast. Ganz gefährliche Kurve jetzt. Ja. Weil auch noch von links die Kreuzung ist. Ja, da kommt schon einer frei. Und auch den Sauerlandpass fahren. Oh ja, das ist eine schöne Strecke, ne? Geht dein Blinker automatisch aus? Oh nein, sorry. Hätte sein können, weil der RS war das so. Nee. Ab und zu vergisst ich es mal. Richtung Elbe. Elbe. Schön. Ja, ich komme mit schönen Kurven. Na, langsam sind sie nicht, ne? Die 125er. Hey. Ja, lass mal fahren. Ja. Ach, guck mal. Oh, Dankeschön. Genau, wir überholen dich sowieso alle. Ah, jetzt kommt so ein schönes Stückchen hier, ne? Ja, ich kann mal fahren. Mal. Noch ah, besser. Geil, guck mal. Tschüss. Oh, ach, der nächste wieder. Die zieht sich zu hier.
Hier ist auch einer rechts in den Leitplanken. Ja. Meine Fresse. Oh, ja. Wie im anderen Land. Mhm. Steht hier noch der einsame Baum rum. Und das war die letzte Fahrt hier mit der Speedy. Ja. Lass uns erstmal sammeln hier. Ja. Aber sind alle da. Alle da? Okay, ja. Dann. Ja. Let's go. Oh, auch eine neue Straße hier. Schön. Da war hier runter immer 80. Das kann man nützlich aufhören. Da wird hier was springen lassen, ey. Ortschaft. So mal einen Geschwindigkeitstrichter machen können, ne? Ja, knallt man schon ganz schön rein hier. Ja, bissig. Ist immer eine schlechte Sicht. Ja, aber es scheint frei zu sein. Kommt nichts. Ja, sieht frei aus. Frei. Nix. So, ja, frei. Mal gucken. Alle durch. So, was sagt die Volksbank da? 17,7. 4 Grad. Außentemperatur. Ah. 10 will ich auch nicht wissen. 13 Grad haben wir da. 13, ja gut. Ja. Das geht ja. Ich hab auch 11. Ja, 11. Gut, ich habe ja die Griffheizung an. Okay, ist dann. Wärmer, ne? Ja. Dann nehmen wir die 12. Mein Zimmer sagt, Akkustand niedrig. Wenn ich also gleich weg bin, dann komme ich nicht mehr hast wieder. Hast du noch mindestens eine Stunde? Nee, das passt nicht. Aber bei mir, wenn er sagt, habe ich maximal noch eine Viertelstunde. Ja, du hast doch das 30er. Lange hält das 30? Powerbank anhalten. Willst du eine Powerbank anschließen? Ja, willst du eine Powerbank einschließen? Nein, ich habe ja auch kein Ladekabel dabei, nichts. Du sagst ja sowieso nichts, von daher. Ja, eben. Oh, sehr gut. Oh, er lässt uns alle vor. Wow, die geht schön rum hier. Wo ich jetzt zwei doofe Kurven, besonders die nächste. Ja, das ist eine Ausfahrt oben, ne? Oder Abzweigung, ne? Nicht. Sucht der Pilze oder also?
alles frei, nichts. Ja, da hinten kommt ein Auto, aber. Linksverkehr. Dauert noch nicht. Ach, kommt ein Auto. Na, hier ist noch die Vollsperrung, was ich geschrieben hatte. Fahren wir jetzt links. Ja, sollen wir auch links. Genau. Am Meschede, da wird sich gleich der Dominik bestimmt verabschieden. Ja, ich werde jetzt gleich. Seiner hübschen Triple R. Genau. Oben kommt nichts, unten haben wir glaube ich auch frei. Es kommt von oben ein bisschen was. Oh, was ist das denn hier? KTM? Xbo? KTM? Ja. Xbo? Ja, geil. Ja, kriegen wir noch. Ja, dafür sind, glaube ich, die meisten hier schon zu alt. Ja. Das stimmt. Da kommt man gut rein, aber nie wieder raus. Also langsam wird's kalt. Ja? Ja, ich muss auch zugeben, ich überlege, ob ich mal eben über der Bahn nach Hause fahre. Was wolltest du nach Hause fahren? Über der Autobahn. Ja? Ist ja noch kälter. Nee, der muss so schnell fahren, dass die Reibungen sich aufwärmen. Anderthalb Stunden. Was ein Fernseher da, du. Mann, Mann, Mann. Aber das ist jetzt gut gemacht. Mit dem Navi. Genau. Nicht da über ist der App. Programm und hier ist dann ja. Die Karteneinstellung. Das ist auch eine feste Navi-Software, ne? Oder ist das irgendwie über eine App oder so? Das kommt übers Handy. Es geht nur. Achso, es kommt übers Handy. Genau, wird per WLAN übertragen. Ah, alles klar. Das ist quasi die BMW Connected App, ne? Wie bei der genau. GS, die ich hatte. Ja, genau. Nur ich musste halt dann das Smartphone dafür nutzen, ne? Und, okay. Ja, und? Da gar nichts. Na gut, das ist ja nicht schlecht, ne? Dann hat man immer die Chance, dass das System nicht so veraltert, ne? Das stimmt. Auf dem Display selbst, weil es dient ja dann quasi nur zur Übertragung oder als im Empfänger sozusagen, ne? Richtig. So, in Hennesee lassen wir heute mal links liegen. Genau. Und Dominik wird sich jetzt hier verabschieden. Ja. Ich werde jetzt gleich geradeaus weiterfahren. Ihr fährt, glaube ich, gleich links, rechts vor. Ja, wir fahren. Genau, richtig. Aber erstmal auf 50 Spur. Oh, Ampeln aus, wunderbar, besser geht's ja gar nicht. Ja, die Heilbahn. Nächste ist dafür rot. Ich las rechts über der Bahn nach Hause. Ja, die macht's fahren. Gut. Alles klar. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao, tschüss. Tschüss, Roland. So fährt er denn da her? Ja, Autobahn ist eigentlich hier. Ja. So, ich verabschiede mich auch. Komm gut nach Hause. Tommy, mach's gut, der Vetter. Mit der hübschen. Ciao. Der hübschen Engländerin. Danke. Ciao. 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 Dominik. Macht's gut. Ciao, ciao, gute Fahrt. Danke, dir auch. Jetzt haben wir den Marc hinter uns, ist das richtig? Ja, ne? Der GS. Okay. Dann kommt der Timo. Eine schöne Tour heute, muss ich sagen, hat richtig Bock gemacht. Ja? Ja, auf jeden Fall. War nicht so langsam? Nee. Ich kann nicht schneller fahren, das reicht mir. Ja. Muss alles im Rahmen bleiben, ne? Der Olaf ist auch noch wach? Jojo. Jojo. Aber sieht schon krass aus mit der Beleuchtung vom Olaf, wenn du auf den Spiegel guckst. Ja, das sieht geil aus, ja. Überhaupt die leuchtenden Blinker, auch bei der Afrika Twin. Sieht geil aus. Wolltest du dir umzwischen, aber wenn ich dir gerade von dir gehört habe mit den hinteren Blinkern, würde ich dir echt noch vorne machen, wenn es geht. Also es gibt viele, die deswegen absichtlich nicht das Lichtpaket bestellen. Okay. Ja. Weil der Blinker hinten ist wirklich teilweise schlecht zu sehen, ne? Wenn er dann bremst. Ich glaube, hinter Olaf, er hat nur noch geblendet. Du wusstest gar nicht mehr, was macht der vorne jetzt. Ja. Ja, wobei, was ist wichtiger zu sehen? Wenn einer bremst oder wenn einer sinkt? Ja, bremsen natürlich. Wobei, so. Kommt auf die Situation drauf an, ne? Ja, klar. Wenn du jetzt vorausfährst auf eine Landstraße und fängst dann an zu blinken, ja gut, dann sieht man es eigentlich. Aber wenn der Hintermann das bis dato nicht mitgekriegt hat, dann gehst du in eine Bremse, willst abbiegen, der kriegt das nicht mit und rauscht in dir hinten rein. Ne?
Aber trotzdem, ich weiß nicht, wie BMW das zugelassen bekommen hat. Also vorne ist klar, nach ECE-Norm, ja, nach ECE-Zulassung oder was. Aber hinten... Ja gut, wenn du siehst, wenn die Amis hier fahren, die machen es ja ähnlich. Ja, ja gut, die Amis. Aber wir sind ja hier in Europa, ne? Und da gilt eigentlich maximal zwei Bremsleuchten. Ne? Also zwei Rücklichter und zwei Bremsleuchten. Sowieso voll das Wirrwarr. Ne? Wenn du eine Maschine hast vor Baujahr 2000, dann ist es ja nach STVO zugelassen. Da gibt es wieder ganz andere Richtlinien. Dann gibt es die EG, die ECE. Wollt ihr hier oben noch eine Pause machen oder durchziehen? Ja, wir können oben noch mal eine Pause machen. Wir können uns ja schon mal Tschüss sagen. Okay, dann fahre ich hier rechts rein. Ja. Sind alle durch oder sehen die das? Alle durch. Ja, wir stehen hier auf dem ersten Parkplatz, ja. Die Applauskurve. Ja, ja, die ist glaube ich weiter oben, ne? Hier ist auch schon eine, jo. Ne? Hier stehen sie auch mal im Film. Ja, hier war mal so ein Massencrash, ne? Ey. 10 vor 6. So, alle im Esch? Alle drin. Ja. Wunderbar. Jo, okay. Dann los. Hi. Frei. Hi. 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 Alle drauf. Jetzt können wir ein bisschen Gas geben, Schichtwechsel. Ja, die RT wird sowieso nicht angehalten. Die denken, das ist ein Kollege. Ich bin mal an der Sorbe hergefahren, da kam mir welche entgegen. Übersehen, da hörte ich, wie der eine zu den anderen sagte, als sie mich sahen, ist das ein Müll? Ja. Ja, das passiert aber häufiger. Ja, also man muss immer mit rechnen bei der RT, ne? Gerade wenn da nur einer drauf sitzt mit einem silbernen Helm. Guck immer nach der Antenne und vorne in die Warzen, da weißt du schon genau, was los ist. Ja, das stimmt. Lass mal den erstmal durch. Ach, der will hier rein? Okay. Hi. 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 Alle durch. Wunderbar. So, jetzt wird's nochmal schön. Und dann war es das. Dann war es das erstmal.
ist frei. Immer noch frei. Ja, frei? Ja, frei, kommt nichts. Immer noch frei. Alles frei hier. Und gerade Strecke. Alles frei. Alles frei. Einfahrten sind auch sauber. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir kein Auto hier vor uns haben. Jetzt im Moment nicht genau. Ja, ich glaube, eine halbe Stunde müssen sie noch ertragen. Ah, alles gut. Dann bin ich doch fast zu Hause. Aber auch noch fast. Ich glaube, man sehen als alle. Ja, ist auch noch zu hören. Na doch. Ich habe jetzt gar nichts mehr gehört. Absolut nicht. Ja, irgendwann schaltet er ab. Wenn keiner redet, dann schaltet er komplett ab. Dann hast du gar keinen Rauschen mehr drin. Genau. Nichts mehr. Das habe ich aber ganz selten. Oder unten in der Kurve, da stehen die manchmal und lasern. Bei denen sind wir schon mal los. Oder? Was hat er denn hier geblinkt? Ey? Oh. Mann. Piss ich doch. Boah, den haben wir bis zum Möhnesee haben wir den vor uns. Was bremst du denn da die ganze Zeit? Jetzt rechts. Ach hier. Und tschüss. Also hier im Wohnzimmer möchte ich auch nicht sitzen im Sommer. Nee, ganz bestimmt nicht. Hast du echt. Hast du immer was zu gucken? Und zu hören. Ja, genau. Das ist auch so ein hier. Vor allen Dingen gerade hier an der Ampel, ey.
Na, Marc, machst du es dir bequem? Harley Davidson, ne? Ja. Die luftgekühlten Zylinder waren wärmer wie die Wassergekühlten. Ja. Richtung Geronimo, würde ich sagen. Ah, Geronimo. Ja, dann würde ich sagen, halten wir da nochmal kurz an. Oder ihr könnt fahren. Ich werde da nochmal kurz halten. Anhalten. Ja, machen wir halt mal da an. Da halten wir einfach an. Auf die 5 Minuten, da fahren wir drauf an. Ja, das würde ich auch sagen. Wegen vernünftig verabschieden. Der gut erzogene Jungs, ne? Oh. Ja. Kannst du doch schön Schiffchen gucken. Ist doch schön. Andreas, so was für dich, ja, hier, die Segelschiffe. Komm mit der Ruhe, ich komme ja. Guck mal, und wer möchte, kann sich noch ein Eis holen. Da war doch eine ganz lecker beim letzten Mal da. Ja. Hör nur auf. Kannst da eben rüberspringen. Hörst du schon mal wie Basti? Auf eine halbe Stunde kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Zumindest bei mir nicht. Ich bin Eis. Wie fährst du denn gleich zurück, Christian? Ich glaube, ich fahre mit dir Richtung hinterher irgendwie. Ich habe jetzt keinen Bock noch da durch den Wald. Nee, durch den Wald fahre ich nicht mehr. Also, hey, aber ich fahre auch über Menden an. Ja, alles klar. Okay, jetzt kommt der Moppelbulle. Jetzt kriegen wir eine Strafe. Genau. Oh, scheiße, jetzt gibt's Ticket. Mesh Intercom ausschalten. Jetzt gibt's Ticket. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. So, in diesem Sinne, haut rein. Bis bald. Bleibt heiter, bleibt gesund, munter und vor allen Dingen oben. In diesem Sinne, tschüss.